Bei einem Großbrand in einem offiziell leerstehenden Gebäude in Johannesburg sind mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden sind 12 Kinder unter den Toten. Mindestens 52 Menschen wurden verletzt. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa reiste nach Johannesburg und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. My deep condolences to the families of those who have passed away and those who are injured. And I do hope that the investigations into the fire will enable communities and authorities to prevent a repeat of such a tragedy. Das Feuer war in der Nacht zum Donnerstag in einem fünfstöckigen Gebäude in der Innenstadt der Metropole ausgebrochen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Behörden vermuten, dass Kerzen oder ein Kochfeuer den Brand verursacht haben könnten. Es habe größtenteils keine Fluchtwege gegeben. Das Gebäude stand offiziell leer, tatsächlich befanden sich aber hunderte Menschen illegal darin.